Komm, jetzt stirb doch mal. Scheiße, jetzt habe ich mich auch vergiftet. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Aura PvP. Ja, heute habe ich eigentlich kein so richtiges Thema am Start. Habe ich eigentlich so gut wie nie. Ich wollte nur mal sagen, dass ich jetzt ein neues Cape habe, also ein neues Design. Mir gefiel irgendwie das selbstgemachte doch nicht so. Außerdem suche ich noch einen Skin-Designer sozusagen, der meinen Skin macht, weil ich möchte mich so ein bisschen individualisieren. Ja, und ich habe schon bei World of Nerds bei der Seite da gefragt. Vielleicht findet sich da ja einer, wenn nicht, dann vielleicht findet sich ja jemand und in den Kommentaren. Also so, soll es ja nicht sein. Ich spiele jetzt auf der Standard-Map anscheinend. Ein Standard-Kit. Aber, oh scheiße, ist natürlich Aura Plus. Und ja. Also wie gesagt, vielleicht findet sich da jemand und dann muss ich halt gucken. Also es soll so etwas mehr Frostiges sein, aber auch nicht zu frostig. Also mehr so schon so ein bisschen frostig, aber auch so ein bisschen, also so ein Mann, so ein Junge soll es schon sein. Dann halt so im Froststil, mehr so bläulich gehalten. Und wenn ich dann halt einen Skin von jemandem bekommen habe, der mir dann gefällt, dann werde ich mal gucken. Da werde ich natürlich ein passendes Optifine Cape dazu auswählen. Man kann ja auch die Sachen halt individualisieren. Und dann habe ich so im Prinzip meine Sachen. Ja, weil das halt ist. Dieser Eisgolem ist hier zwar schon gut, ich finde ihn auch mega nice, aber das Problem ist halt, dass er aus dem Internet ist und ich möchte was komplett eigenes haben. Ja, also ich finde ihn eigentlich so schon mega nice, deswegen habe ich ihn jetzt auch schon so mega lange. Aber ich möchte halt was eigenes haben. Ja, ich glaube, so seit ich mit Minecraft-Videos angefangen habe, habe ich den Skin. Aber ja, es muss auch mal was eigenes, individuelles sozusagen her. Und ja, das war es eigentlich sonst dazu. Ich habe noch Ferien. Bin jetzt in der dritten Woche. Ja, es fängt schon die vierte an. Nächste Woche, oh man, vergeht die Zeit schnell. Ja, aber die vierte haben wir dann noch, dann haben wir noch die fünfte und die sechste komplett, also noch 3 Wochen. Geht eigentlich noch klar. Ja. Das dazu. Sonst wollte ich eigentlich gar nichts Großartiges sagen. Varo ist ja momentan, also die Varo-Zeit. Und das Ganze ist dann schon relativ stressig mit dem Gucken. Weil ich bin halt so ein, ich gucke halt viele Minecraft-YouTuber. Und deswegen ist es halt auch so, dass ich mega viele Folgen gucken will. Und das ist dann schon mega stressig. Man kann schon fast sagen, dass ich mehr YouTube-Videos gucke, als dass ich zocke. Dass ich selber spiele im Prinzip. Aber, ja. Jetzt versuchen wir nochmal eins zu kriegen, weil, wie gesagt, ich bin ja noch nicht der Beste in Minecraft. Also ich muss so sagen, ohne Aufnahmen, wenn ich... Bitte, what? Der war doch sowas von da drin, ja, GG. Well played. Blood play, Spaß. Das hat jetzt irgendwie gar nicht gepasst. Also, bei den Aufnahmen bin ich immer schon noch schlechter als so. So bin ich, muss ich sagen, bin ich ein mittlerer Spieler. Aber wenn ich aufnehme, bin ich ein grottenschlechter Spieler. Ja, wir versuchen jetzt nochmal in eine Runde zu kommen. Ich bin leider kein Premium mehr. Ist leider abgelaufen. Aber naja, kann man nichts machen. Ja, momentan bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Skin. Aber ich möchte halt was Individuelles haben. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt unbedingt zeitnah einen mega, mega guten Skin, weil ich finde den eigentlich schon so relativ geil, aber ich möchte halt was Individuelles haben. Das, was nur nicht jeder hat, vielleicht mit auf dem Bauch oder so, irgendwie so ein F, Freezel, ja, irgendwie so was Individuelles möchte ich gerne haben. Der Spinnennerven so, ne? Ich habe übrigens mal versucht, einen Mod zu Let's Play, also ein Mod Let's Play zu machen. Entweder über den Star Wars Mod oder über den Jurassic Park Mod. Aber das Problem ist dabei, dass ich einfach nur 30 Frames habe. Nee, nicht 30, nicht mal. 15 bis 25 Frames und das geht einfach nicht klar. Und bei dem Star Wars Mod hatte ich zwischendurch so alle paar Sekunden hatte ich einfach nur 5 Frames und das geht echt nicht klar. Warum kann ich die Leute nicht schlagen? Das geht echt nicht klar, finde ich.
Vor allem für ein Let's Play nicht. Wenn man privat spielt, ist es vielleicht noch eine eigene Sache, aber ja. Ich werde mal gucken, vielleicht kann ich so ohne Mod Launcher, also halt so mit Forge oder so, ein Let's Play aufnehmen. Aber so mit Mod Launcher geht das echt nicht klar. Also das heißt Vize Beast Launcher oder dieser Void Swarf oder wie man ihn ausspricht, dieser Launcher. Damit geht's echt nicht klar. Vize Beast geht noch einigermaßen, aber dieser eine Void Swarf, wo man den Star Wars Mod hat, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, der geht echt nicht klar, den dann auch noch aufzunehmen, geht echt nicht klar. Also Vize Beast könnte ich vielleicht machen, aber das finde ich nicht so spannend, weil das hat schon so gut jeder gemacht. Star Wars Mod gab es jetzt doch gar nicht so richtig als Let's Play, deswegen wollte ich das einfach mal bringen. Aber da macht mein PC irgendwie nicht mit. Obwohl ich eigentlich so einen guten PC habe, ich könnte sogar GTA und so aufnehmen und trotzdem macht ein einfaches Minecraft mit Mods das einfach nicht mit. GTA könnte ich selbst aufnehmen, aber Minecraft mit Mods geht echt nicht. Forge wird wahrscheinlich noch gehen. Also das heißt halt über den normalen Minecraft Launcher was mit Mods. Ja, ich kenne mich jetzt auch nicht so super mit Mods aus, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sind wir eigentlich im Team? Ja, mein Teammate lebt sogar noch. GG, well played. Übrigens habe ich das Blue Angel Texture Pack. Ich finde das ganz nice. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so auf Engel stehe oder so eine Scheiße, sondern einfach von PvP her. Alter, habe ich mich da jetzt ernsthaft reingebackt? What the... Ja, geil. Ich habe mich da reingebackt. Hä? What the fuck? Ah, ich hab's geschafft, mich rauszuwerfen. Okay, nice. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, bin ich dumm. Jetzt habe ich meine Enderperlen verschwendet, obwohl ich essen wollte. Das passiert, wenn ich unkonzentriert bin. Ich muss jetzt mal ein bisschen auf Death bleiben. Ist auch ein bisschen ungewohnt, Aura mit dem Bogen zu spielen. Aber ich finde das ganz cool für PvP, das Texture Pack. Und ich renne jetzt erstmal ein bisschen weg, weil ich kaum noch Enderperlen ab. Wenn ich daran jetzt verreckt wäre, hätte ich mich ausgedacht. Ich renne jetzt erstmal weg. Oh Mann, war das ein Scheißversuch von dem, wenn der jetzt daran stirbt, dann lache ich. Oh Mann, er ist daran gestorben. Oh Mann. Shit. Übrigens fühle ich mich leicht gestalkt, weil... Ihr müsst euch das so vorstellen, mein Zimmer hat so ein Fenster, ne? Das ist so ungefähr, sagen wir mal, 5 Meter oder so von meinem PC entfernt. 5 Meter sind eigentlich schon relativ viel, also jetzt nicht denken, das ist jetzt irgendwie direkt neben meinem PC. Ja, und das ist halt direkt, also ist halt so 5 Meter entfernt von meinem PC. Und das ist ja größtenteils offen, weil ich will ja nicht immer Rollladen da machen. Und ich bin halt Erdgeschoss und ich fühle mich halt gestalkt, weil daneben ist halt eine Straße, da fahren halt nicht so viele Autos her. Und auch, da gehen auch nicht so viele Leute her, weil ich wohne ja in so einem ruhigeren Gebiet. Also das ist halt schon voll bewohnt und so, aber es gehen halt nicht so viele Leute raus. Oder gehen halt dort her. Und deswegen, aber manchmal halt schon. Und ich fühle mich halt so gestalkt, wenn da zum Beispiel Leute oder Autos herfahren. Oder Leute herfahren, während ich aufnehme zum Beispiel und dann sich unterhalten. Und die dann einfach hören können, was ich gerade erzähle, wenn ich meine Fenster auf habe. Weil im Sommer macht man ja teilweise auch seine Fenster auf. Ist eigentlich üblich. Und... Oh mein Gott. Wenn er jetzt daran stirbt, ne? Dann lache ich ihn aus. Er ist einfach daran gestorben, oh Mann. Also so dumm bin ich selbst nicht. Ja, also so viel eigentlich dazu gesagt. Ich wollte nur gucken, ob ich noch kurz noch mehr hatte. Und ja, ich fühle mich halt mega gestalkt, wenn da zum Beispiel Leute hergehen oder ein Auto oder generell. Sogar eine Freundin von mir hat einfach ein Bild gemacht, wie ich am Zocken war. Also natürlich nur aus Spaß, hat sie mir dann in der Schule gezeigt oder nach der Schule besser gesagt. Natürlich nur so aus Spaß, ne? Aber da merkt man schon, wie leicht mich Leute einfach stalken können. Also das war jetzt natürlich nicht... Nur so aus Spaß, wie schon gesagt. Aber da merkt man schon, dass jeden Moment jemand mich belauschen könnte und zuhören könnte, wie ich aufnehme. Und das ist einfach extrem peinlich, meiner Meinung nach. Ey, wenn der da jetzt campt, ne?
Dann schießt den der SS mal runter. Hä? Komm man denn hier hoch? Bin ich gerade behindert? Alter, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, den hier irgendwie rauszukriegen. Aber er kriegt Damage und irgendwann wird er sterben. Ja, er ruft auch Hilfe, also es ist wahrscheinlich nicht seine Absicht gewesen. Ich erlöse dich. Ja, wenn er was isst, dann kommt er erst recht nicht daraus. Ich kann mich auch nicht schlagen anscheinend. Oh, das ist echt complicated. Komm, jetzt stirb doch mal. Scheiße, jetzt habe ich mich auch vergiftet. Oh Mann, bin ich dumm. Komm, jetzt verreck daran doch mal. Oh, meine Güte. Alter. Oh, das wird eine XXL-Folge, wenn er so weitermacht. Der hat sich da reingebackt. Der hat sich da so reingebackt wie ich mich. Ohne Spaß. Nervt echt, Alter. Also solche Leute, ich kann es ja verstehen, wenn man es aus Spaß macht, aber irgendwann nervt es auch. Ich weiß ja nicht, was Chatlog bringt, aber ich nehme ja gerade auf und dann kann ich den notfalls reporten, weil... Ich meine, er könnte ja einfach sterben, aber er macht das offensichtlich jetzt gerade extra. Boah, wie er nervt, ne? Also solche Leute sind einfach Hurensohn, ohne Spaß. Also solche Leute kann ich echt nicht nachvollziehen. Endlich, oh Mann. Endlich. Er hätte entweder nichts essen können und sterben können oder mit Enderperlen, so wie ich es gemacht habe, sich reinwerfen können. Ja, egal. Auf jeden Fall das dazu. Dann hatten wir halt einmal einen nicht so, ich sag mal, logischen Spieler. Da ich möchte eigentlich noch in die Community, um mich verabschieden zu können. Aber leider ist es mit ohne Premium immer so eine Sache, ob man denn mal in die Community kommt.
Also es ist echt stressig, deswegen habe ich mir auch schon mal Premium gekauft. Aber ich sehe es eigentlich nicht mehr ein, Geld für so einen Server auszugeben, weil man wird dazu schon gezwungen. Was ist das für eine Scheiße? Ich war drin und wurde rausgekickt. Instant. What? Ich denke, juhu, bin ich drin und dann kommt so eine Scheiße. Leute, nach diesem Rage, es ist echt nicht mehr schön. Es ist echt einfach nicht mehr schön. Meine Schuhe habe ich auch nicht mehr. Ja, egal. Also das dazu zu dieser kleinen Folge. Es gab sogar eine neue SG-Map, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, dann habe ich das auch noch mal kurz hier angesprochen. Werden wir vielleicht mal in einer anderen Runde zocken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.